In den letzten Folgen haben wir ein bisschen was gefahren, ein bisschen Probi-Jules und ein bisschen, bisschen Birke, ne, was haben wir gefahren? Holz halt. Ne, und jetzt sind wir dann so weit, dass wir hier in die Richtung des Hauses hier gehen. Also sprich, wir können wieder bauen. Es wird wieder Zeit zum Bauen. Und zwar bauen wir jetzt auch das erste Haus aus Mangrovenholz. Mangrove-Log. Und zwar ist das die Frage, wollen wir gerade das Spezialhaus bauen? Oder da vorne, das nehmen wir mal gerade hier das hier da aus. Das heißt, hier können wir schon mal 1, 2, 3, 4 hinsetzen und dann können wir hier so zack. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, und dann müssen wir hier, warte mal, hier können wir 1, 2, 3, 4. Und dann hier ist die Mitte 1, 2, 3, 4. Das wäre hier, glaube ich. Da, 2, 3, 4. Ui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Brauchen wir doch nur ein halbes Deck. Okay, ich dachte irgendwie, wir brauchen mehr. Also. Na, ist okay. Ist okay, dann können wir die nämlich wieder reinstecken. Und auch ein bisschen was Futter. Das ist auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. So. Als nächstes, was nehmen wir denn als Füllmaterial? Ich sag mal, wir könnten halt Füllmaterial Light Gray nehmen, oder? Grau führen. Wir könnten aber auch hier dieses White nehmen und die Schweine da reinzimmern. Das ist eine gute Sache. Die Frage ist jetzt nur, wie wir das Ganze hier ausdekorieren. Also sprich, nicht so, sondern so. Zack, zack, zack und zack und so. Da kommen da zwei Glasblöcke rein. Ja, das geht. Zack, zack, zack. So, hier müssten wir halt gucken mit den Weizen, die wir natürlich nicht mehr haben, weil wir die ins Lager geschmissen haben. Hallo? Ja, danke. Nehmen wir mal die 24 Weizen mit. Und nehmen die mal in die Offhand und dann schieben wir die mal hier rüber. Ja. So, jetzt müssen wir nur noch hier raus. Dankeschön. Na, dann können wir nämlich hier die abreißen. Dann sind sie noch ein bisschen mehr eingezäunt, das ist aber nicht so schlimm. Aber wir können tatsächlich dann hier sowas bauen. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack. Zack, zack, zack. Ja, okay, gut, dann müssen wir hier nochmal raus. So, wunderschön. So. So. Zack, 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 zack. Hoch. So, zack, zack, zack und zack, zack. Also, zack, zack. Die Frage ist nur noch, wo wir den Eingang hier gestalten für das Gebäude. Das können wir gleich dann einfach abreißen hoch. Und neu bauen. So, dann gehen wir hier kurz runter. Wir machen den Eingang. Also vorne ist doof, weil vorne ist halt so ein bisschen, ich meine, hier ist gerade so eine enge Gasse. Ich würde gerne diesen Stall in diesem Bereich machen. Das heißt, hier kann schon mal kein Eingang sein. Das heißt, der Eingang wird. Ach komm, lass mich doch hier vorbei. Kann ich hier vorbei? Ja, schon ein bisschen vorbei mogeln, ne? Das geht. Vorbei mogeln, das geht. Zack, zack. Wir müssen den Eingang, ich würde den tatsächlich hier hin machen. Also sprich dahin. Und dann müssen wir hier nochmal ganz kurz zwei so setzen, damit wir die Türen hier hinsetzen können. So, wir brauchen Glas.
Wir brauchen Glas, wir brauchen Glas, wir brauchen Glas. Haben wir Glas? Bestimmt, irgendwo hatten wir Glas auf jeden Fall. Hallo? Dankeschön. So, Glas, 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 Glas. Zack, zack. Da können wir erstmal jetzt schlafen gehen, damit auch die Villager schlafen können. Wunderbar, da können wir nämlich jetzt hier einmal mit Glas vollsetzen. Zack, zack. Ja, wir können auch einfach reingehen, das ist doch einfacher. Dann sind wir doch direkt da. So, Glas ist drin. Jetzt die Frage als nächstes, unser Dach. Die Frage ist unser Dach. Wie machen wir das? Jemand eine Idee? Ich nicht. Ich nicht. Keine Ahnung. Fragt mich was Leichteres. Unser Dach. Was haben wir denn lange nicht mehr gehabt? Oder beziehungsweise was könnte man sich denn noch holen? Ich meine, wir könnten jetzt, klar, wir können jetzt so Rotes machen. Aber Rot ist... Also ich würde gerne irgendeinen Art Block nehmen. Also kein Terrakotta mehr, kein Lee, also kein Holz. Ich würde gerne einen anderen Block nehmen mit Textur. Was sagen denn die geschisselten Sachen? Haben wir sowas schon da irgendwo gehabt? Geschisselte Dinger. Nö. Also, wo haben wir sie denn? Irgendwo habe ich sie gesehen, ich weiß noch nicht mehr wo. Das hier brauchen wir auf jeden Fall. Zack, zack, zack. Und dann brauchen wir nochmal irgendwo geschisselte. Habe ich die denn gesehen? Da. Aber gut, 38 bringen uns auch nicht viel, aber wir können noch zwei Stück weitermachen. Dann haben wir 40. Ja gut, ist halt 40, ne? Ist 40, so, wir brauchen auch noch eine. Warte mal, können wir die vielleicht noch schüsseln? Ja. Gut, dann haben wir doch genug. Wir könnten jetzt nochmal kurz überlegen, dass wir jetzt eine Treppe hochbauen. Haben wir noch irgendwelche Blöcke dafür? Ja, wir hätten noch ein bisschen Dirt. Können wir mitnehmen. Zack, zack. Upsala, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich nur sowas machen. So, und zwar müssen wir jetzt hier, glaube ich, überall erstmal eine Reihe mit denen bauen. Wir müssen mal gucken, wie das nachher aussieht. Könnte auch sein, dass wir das nachher einfach wieder abreißen werden. Das könnte auch gut sein. So, dann kommt die Treppe. Wie machen wir das? Wir machen einen Stich so hoch, würde ich sagen. Nee, nicht so. Ja, was geht da ab? So, so. So, so. So. Dann ein, warte mal, wir können doch hier die Dings machen und dann müsste ich da hinkommen. Ah ne, stopp. Upsala. Zack und zack. So. Das Ganze dürfte ich ja jetzt theoretisch gesehen. Ja. Nicht so. Ach komm, muss ich den jetzt tatsächlich unten hinsetzen? Okay. So, so, so und so. Und so und so und bam. Das heißt, wir sind tatsächlich noch so weit davon entfernt. Ach komm, wir sind schon wieder hier falsch gesetzt. Das kann doch nicht sein. Ich habe da habe ich auch mehr Stufen erstmal, also nur, die habe ich auch nur diagonal gemacht. Aber das kann ruhig so werden, das ist nicht so schlimm. Ne, stopp, der ja nicht, sondern erst der und dann der. Weil, das ist okay. Das ist okay, das ist vollkommen okay. Du guckst doch nicht so doof da rum. So. Wir führen jetzt erstmal noch den hier. Das ist jetzt die Frage, wir können den jetzt auch hier lang führen. Also so, so. Das Ding ist, wenn wir mit denen jetzt hier lang führen wollen, dann müssten wir den irgendwie ums Eck lenken.
Ne? Das ist halt die Frage, weil den können wir ja nicht so ums Eck lenken, weil der bleibt ja nicht. Ich müsste den ja quasi eigentlich am geilsten so haben. Das wäre schon geil, aber der bleibt leider nicht. Naja, ärgerlich. So. Jetzt könnte man hier theoretisch gesehen nochmal eins hochgehen. So, so und genau hier nochmal eins hoch. Und hier auch nochmal eins hoch. So. Und hier dann eine Slab drauf. Ja, das kann man so machen. Die Frage ist nur, geht das auch mit der Seite? So, und sollen wir das jetzt so gestalten und so gestalten, haben wir schon wieder keine Blöcke mehr. Und dann sehen wir uns auch in der nächsten Folge wieder. Wenn es dir gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da oder auch ein Abo. Bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute.